Herzlich willkommen, liebe Leute, in der Allianz Arena zum Let's Play mit dem FC Schalke 04 bei Fußballmanager 13. Ja, die Allianz Arena sieht hier ein bisschen anders aus. Liegt daran, weil die hier immer wieder beim FM die Stadien ausbauen und dann gehen auch die Originalstadien irgendwann verloren. Das sind alles nur so eine ekligen Standardstadien. Finde ich echt schade. Zum Glück ist unsere Fans Arena noch so, wie sie ist. Aber heute sind wir, wie gesagt, zu Gast in München, die einen richtig satten Fehlstart hingelegt haben. Am ersten Spieltag zu Hause gegen Fürth nur ein neues 0-0. Und letzten Spieltag ebenfalls nur ein 1-1, was nur mehr gewinnt. Büttner fängt die Flanke von Müller da ab. Ja, wir haben uns ein bisschen verändert nach dem 2-2 gegen Hoffenheim. Neustädter für Jones auf der 6er Position. Rechts spielt der 18-jährige Leon Goretzka. Auf der 10 Renato Augusto, links Julian Draxler. Das war Goretzka. Und Podolski vorne im Sturm, neben Huntelaar. Podolski mit dem Pass auf Garrix. Garrix mit der Flanke. Neuer ist mit der Faust da. Köpft aber bald. Oder legt er eher bald den Ball für Huntelaar auf den Kopf. Jetzt die Bayern mit der Konterchance über Mandzukic, der auch bei uns auf dem Wunschzettel stand. Wir haben uns aber doch letztendlich für Lukas Podolski entschieden. Müller hält den Ball im Spiel, aber kommt nicht an. Draxler auf Huntelaar. Das erste 3D-Spiel in der neuen Saison, also Leute, wir können gespannt sein, wie wir unsere Mannschaft jetzt hier mal im 3D-Modus sehen. Goretzka, gut gekämpft, den Ball abgefangen. Garrix, Huntelaar. Huntelaar rausgespielt, nochmal auf Görgi Garrix. Der Österreicher könnte flanken, tut er auch. Boateng ist da. Huntelaar köpft zurück. Renato Augusto mit der Möglichkeit. Nochmal Augusto, nochmal Neuer. Podolski hat den Ball noch. Nee. Die erste richtig gute Möglichkeit für unsere Schalker Mannschaft. Robben verspringt der Ball. Höwedes fängt ab. Nächste Möglichkeit vielleicht für unsere Schalker. Garrix mit der Flanke. Bisschen steil auf Huntelaar. Sehr guter Eindruck bislang in den ersten knapp 20 Minuten von unserer Schalker Mannschaft. Abschlag Neuer. Podolski, der Ex-Münchner. Huntelaar. Ah, kriegt den Ball zurückgespielt auf Julian Draxler. Das ist Mandzukic und Müller gegen Büttner. Büttner, ganz klasse. Und Draxler. Schalke dominiert momentan. Draxler gegen Rafinha. Wurde uns kurz vor Transfers noch angeboten. Jetzt ist er wohl Stammspieler geworden, der gute Rafinha. Sieht hier aber die gelbe Karte gegen seinen Ex-Verein. Der junge Brasilianer. Na, so jung ist er jetzt auch wieder nicht mehr. Mit dem Foul an Julian Draxler. Die kennen sich ja nicht mehr aus Schalker Zeiten. Da war Draxler noch in der Jugend, als Rafinha auf Schalke gewirkt hat. Jetzt ist Draxler einer der Schlüsselspieler bei uns. Mit gerade mal 20 Jahren. Huntelaar wird den Freischuss reinbringen. Warum Huntelaar? Aber der ist gar nicht schlecht getreten worden. Und Neustädter mit dem Kopf vorbei am Kasten. Da muss irgendwas in der Planung mit den Freischussschützen schief gehen. Ich war der Meinung, dass wir es eigentlich erledigt hatten. Aber Doppolos, Huntelaar gegen Groß. Ah, nee, nicht gut gelöst vom Torschützenkönig der vergangenen Saison. Der vergangenen beiden Saison, muss man ja sagen. Rafinha mit dem Einwurf Martinez, der 14-Millionen-Mann. Müller, Neustädter ist da. Und Podolski. Goretzka. Goretzka gegen Lahm. Ja, da ist Lahm natürlich viel erfahren, ne? Aber wieder fahren wir den Ball gut ab. Goretzka auf Garrix. Das war klasse gespielt. Görgi Garrix gegen Badstuber. Und den kriegt er noch voll aus. Gar nichts. Flankt sofort. Huntelaar. Neuer ist da mit den beiden Fäusten. Und die beiden kriegen es gerade so geklärt. Aber klasse Befreiungsschlag von Martinez auf Mandzukic. Was macht der denn? Legt nochmal raus auf Robben. Damit hat er gar nicht gerechnet. Der kriegt den Ball gerade so. Flanke Robben. Papadopoulos vor Müller. Nicht gut zu Ende gespielt vom Rekordmeister. Goretzka klasse auf Podolski gegen Badstuber. Badstuber nutzt da ein bisschen viel die Arme, setzt da ein bisschen viel die Arme ein, deswegen Foul an Podolski und Freistoß für Schalke. Das erledigt diesmal Lukas Podolski mit der Flanke. Huntelaar, neuer Klasse-Parade. Die nächste gute Möglichkeit für Schalke. Augusto, schade, kommt nicht durch der Pass. Kontermöglichkeit Bayern, nee, Papadopoulos ist vor Mandzukic. Was macht Papadopoulos da? Und wie spielt Mandzukic raus auf Robben, der damit wieder nicht gerechnet hat. Papadopoulos, Quatsch, Robben gegen... Da ist das Tor für die Bayern. Mario Mandzukic. Da schläft Papadopoulos und in der Mitte steht Mandzukic ganz frei. Und Bayern eiskalt. Alles klar, so Leute, ich wollte nur mal kurz gucken,
wie das mit den Freischüssen eingestellt ist, aber da hat Huntelaar doch schon eine recht gute Fähigkeit, deswegen belasse ich das mal dabei. Also, 1-0 für die Bayern aus dem Nichts, das sind die Bayern natürlich wieder. Auch das sind die Bayern, nicht nur Dominanz, sondern auch schlecht spielen und aus dem Nichts trotzdem das Tor machen. Robben, Garrix mit dem Foul, Robben hat sich verletzt dabei. Sehr bitter, kurz vor der Pause hier für uns, den Rückstand kassiert, nachdem wir drei richtig gute Möglichkeiten hatten. Leider 1-0 durch Mandzukic. Papadopoulos hat da leider geschlafen. Ging nicht Robben hinterher. Und vor allem davor hat Papadopoulos ganz tief geschlafen. Freistoß, Schweinsteiger. Von dem war noch gar nichts zu sehen. Rafinha mit der Flanke. Die ist klasse gespielt. Moralisch ist aber da. Er muss zum ersten Mal eingreifen, unser Torwart. Und da ist der Pausenpfiff. 1-0 für den FC Bayern München. Durch Mario Mandzukic nach Vorlage von Arjen Robben. Ärgerlich der Rückstand, auf jeden Fall. Aber wir können auf jeden Fall noch. In der zweiten Hälfte verlieren wir den endgültig die Laune, denn die haben wir ja eigentlich schon verdorben. Denn Bayern hat ja richtig schlecht gespielt momentan. Huntelaar motivieren wir noch. Genauso wie Podolski. Aber bei dem macht das nicht so viel Wirkung. Renato Augusto kriegt auch nochmal Motivation. Und auch Papadopoulos munter wird da mal ein bisschen auf. So, ansonsten, ja, Neustädter bekommt eine Massage. Wer noch? Podolski. Und wer hätte es noch nötig? Ich glaube, Alexander Büttner sowieso immer hat eine Massage nötig, obwohl er auch eine sehr gute Fitness hat, ja. Ab geht's in die zweite Halbzeit in die Allianz Arena. Wir liegen leider 1-0 hinten. Renato Augusto. Draxler gegen Rafinha. Draxler ganz klasse. Julian Draxler, da sieht er Podolski, Podolski aus der Drehung mit dem Direktschuss, bisschen zu weite Torentfernung. Hätte er sich den Ball lieber nochmal vorlegen sollen. Verstehe nicht, warum die Stadien so hässlich ausbauen, das sieht ja total beschissen aus jetzt im Stadion. Also gemein, warum die jedes Jahr die Stadien ausbauen, das muss FM dringend wieder verbessert werden. Huntelaar, Renato Augusto, dreht sich eine Weile, hat aber den Ball. Renato Augusto raus auf Draxler, holt er noch. Flanke Draxler, Huntelaar, Renato Augusto, 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 1-1, Renato Augusto, der Rekordtransfer in dieser Saison, 15 Millionen hat er gekostet, letzte Woche mit einer Torvorlage, heute mit einem eigenen Tor, der kommt rein, der Kerl, ich hab's euch ja gesagt, Renato Augusto, klasse gemacht, bisschen lange gedauert mit der Drehung, aber dann eiskalt in den Winkel gehauen und das ist der hochverdiente Ausgleich, ganz klar, für unsere Schalker Mannschaft und daher fangen wir schon wieder den Ball ab, Podolski. Huntelaar, stark weitergesetzt. Draxler. Huntelaar, nochmal Draxler. Draxler, schade. Gut gedacht, die Flanke. Mandzukic, Stuhlkrug gespielt auf Thomas Müller. Büttner muss hinterher. Aber Büttner ist da. Müller immer noch ein Ball. Klasse von Alexander Büttner. Überragender linker Verteidiger. Julian Draxler gegen Rafinha nochmal. Diesmal setzt sich Draxler nicht durch. Martinez. Neustädter fängt ab. Groß. Groß. Klasse Ding. Mandzukic. Bisschen weit vorgelegt. Aber Arthur Moraes in unserem Tor ist sicher da. Neustädter Podolski. Renato Augusto. Renato raus auf Draxler. Zurück in die Mitte auf Huntelaar. Draxler. Ah, schlecht gespielt von Draxler. Aber Renato kämpft klasse. Podolski. Goretzka. Garrix umläuft. Genau jetzt war das richtig. Garrix. Müsste flanken. Ah, schlecht in die Arme von Manuel Neuer. Also, klasse Partie bislang von unserer Schalker Mannschaft. Mandzukic. Vorteil läuft. Müller gegen Büttner. Wieder Büttner stark davor. Muss nachsetzen. Büttner ist erneut dran. Höwe ist. Jawohl. Geklärt. Huntelaar verspringt der Ball. Bayern nochmal. Aber wir wechseln jetzt mal. Wir bereiten den Wechsel vor. Leon Goretzka. Wird rausgehen für ihn, kommt Jefferson verwandelt ins Spiel. Klar, schwache Form, deswegen heute nur auf der Bank. Robben spielt verletzt weiter. Garrix und Neustädter. Da haben wir wieder Goretzka, der macht ein klasse Spiel da auf der rechten Seite. Podolski, Renato Augusto, Huntelaar, nochmal Renato Augusto. Renato Augusto schießt! Guter Versuch. Manuel Neuer hält ihn aber sicher fest. Weites Ding von Neuer, wieder Renato Augusto da hinten schon wieder. Der rackt hier richtig gut mit. Podolski. Und Goretzka. Stark von Lahm oder an Lahm vorbei. Kein Foul.
Robben, schlechter Pass. Neustädter und nochmal Garix. Renato. Huntela. Draxler nicht im Abseits. Draxler mit der Chance. Draxler! Riesending von Julian Draxler. Wollte das zu genau nehmen. Und ihn da oben reinhauen in den Winkel. Wurde aber nichts. Jetzt der erste Wechsel auch bei den Bayern. Genauso wie bei uns mit Jefferson Fafan. Bin mal gespannt, wer bei Bayern reinkommt. Rafinha raus, dafür Sherdan Shaqiri. Nicht Robben, der weiterhin verletzt da umherhumpelt. Und bei uns, wie gesagt, Fafan für Goretzka. Draxler fängt den Abschluss von Neuer ab. Huntela, Renato Augusto. Rausgespielt. Und Büttner. Muss wieder an Müller ran. Büttner muss innen die Bahn dicht machen. Garix klärt. Huntela. Draxler. Draxler mit Tempo. Gut, mal Huntela mitgelaufen. Huntela, das ist Podolski. Podolski vorbei am Batschuh. Podolski! Schade. Nicht so gute Möglichkeit für unsere Schalker. Und wir werden den nächsten Wechsel andeuten. Und zwar wird für Garix jetzt K.O. Atsudo Uchida ins Spiel kommen. Mehr werden wir sicherlich auch heute nicht mehr wechseln. Da ist die Möglichkeit auch nicht da zur Zeit. Denn alle haben hier eine saubere Partie abgeliefert. Draxler gegen Shaqiri. Shaqiri setzt sich durch. Shaqiri sieht Müller wieder. Müller. Renato. Klasse. Wie Renato Augusto da nach hinten mitarbeitet. Huntela. Podolski sucht Fafan. Fafan spielt immer in die Mitte auf Renato. Huntela. Huntela auf Draxler. Draxler müsste reinspielen. Draxler. Neuer. Klasse pariert. Neustädter. Klär. Schlechter Pass. Das war die Riesenmöglichkeit zum Sieg. Konterchance Bayern. Mandzukic in der Mitte ist Toni Kroos völlig frei. Jawohl, da ist er. Toni Kroos. Ein klasse Tor von Toni Kroos. Der passt genau oben rein. Ganz bitter für unsere Mannschaft. Ja, wir bringen nochmal von Wolfsburg, glaube ich. Ich denke, dass es nichts mehr bringt. Ist das bitter. Da hat Höwedes den ganz dicken Fehler gemacht. Und zwar, dass er mit raus, genau schon der Abpfiff. Die Bayern mit ganz, ganz viel Dusel zum ersten Saisonsieg. 2-1 unterliegen unsere Schalke in der Allianz Arena. Ganz, ganz bittere Niederlage, wenn man bedenkt, dass wir die bessere Mannschaft waren. Optisch überlegen gewesen. Sehen wir uns auch hier in den Statistiken. 9:3 Schüsse, 4:3 aufs Tor. Wir haben 60% Ballbesitz gehabt. Die erfolgreicheren Pässe vom insgesamt und prozentual. Ecken gab es keine. Bayern viel mehr gefoult. Also das war wirklich eine ganz, ganz bittere Niederlage hier am dritten Spieltag. Wir haben alles durch bislang. Noch, also eher ein schlechter Start, würde ich beurteilen. Wir sehen uns gleich in der Nachbetrachtung. Ja, Leute, eine ganz, ganz bittere Pleite gegen den FC Bayern München. Ach ja, das große Bayern-Dusel hat mal wieder eingesetzt. In der 90. Minute Toni Kroos mit einem Traumtor in den Winkel nach einem Konter. Sekunden zuvor hatten wir die Riesenmöglichkeit, das 2-1 auf unserer Seite zu erzielen. Leider hat das Ganze nicht geklappt. Und wir gehen am Ende ja mit einer dicken Pleite vom Platz. Nach den 2:0 gegen Hoffenheim ist wieder Ernüchterung eingekehrt. Jetzt geht's auch noch im Derby. Also es sind ganz entscheidende Wochen, englische Wochen, ja, sowieso. Und jetzt also im Derby gegen Borussia Dortmund. Das wird auch nochmal ein dickes Ding werden. Renato Augusto war bester Mann heute. Fand ich auch. Also er hat wirklich klasse gerackt. Hinten und vorne zu sehen gewesen. Hat das 1-1 erzielt. Eine ganz klasse kämpferische Leistung. Der beißt sich richtig rein in die Mannschaft. Auch ein Leon Goretzka hat das klasse gemacht. Note 3, solide Leistung da auf der rechten Außenbahn. Hat er gut gemacht. Neustädter auch sicher auf der 6 gewesen. Podolski hat auch gut gerackt. Huntela mit einer 2,5 auch eher. Ja, glaube ich, sogar mit der Torvorlage. Nee, steht hier nicht. Draxler hat die Torarbeit geleistet. Wie viel Vorlage hat er schon? Eine Vorlage. Okay, war auch seine erste Vorlage in dieser Saison. So. Ja, Moralisch konnte kaum was machen da. Neuer war auf jeden Fall der beste Mann bei Bayern, denn der hat die überhaupt im Spiel gehalten. Das war wirklich das Dusel bei denen, wie gesagt. Schauen wir in die Statistiken rein. Da haben wir schon vorhin schon, drauf geschaut. Ja, wir hatten mehr Torschüsse, 9:3 Chancen,
mehr Freistöße, Einwürfe, okay, das ist egal, Fouls ist auch nicht so wichtig. Erfolgreiche Pässe haben wir es hier. Ballbesitz. Hatten jetzt hier stets die Bayern wieder mehr, also ich weiß nicht, warum das jetzt auf einmal anders ist. Eben stand noch da 60% für uns Ballbesitz. Also, aber okay, schauen wir in die Ergebnisse der anderen Reihe. Ja, wir rutschen natürlich ab jetzt auf Platz 8, Bayern zieht uns vorbei, aber das ist natürlich alles noch, guck mal, es sind 3 Punkte bis zur Tabellenspitze, von daher... Gut, Torwart ist natürlich nicht so berauschend bei uns. Aber hey, bei uns ist noch alles drin. Es ist erst der dritte Spieltag. Jetzt gegen Dortmund wieder mit einem Sieg. Die haben auch gerade verloren. Und zwar gegen, zu Hause gegen den HSV mit 2:3. Jetzt kriegen sie die nächste Pleite, also keine Sorge. Leverkusen gegen Augsburg 0-0. Dortmund, HSV, wie gesagt, 2:3. Eintracht Frankfurt, Lautern 1-1. Stuttgart und Fürth 1-1. Hoffenheim gegen Düsseldorf 1-1. Wolfsburg gegen Freiburg 1-0. Bremen gegen Hannover 3-3. Und Bochum gegen Gladbach 1-4. Immerhin, jeder Bundesligist hat schon mal mindestens einen Punkt geholt, also noch keiner mit 0 Punkte. Stimmen, schauen wir mal auf die Stimmen zum Spieltag. Was sagt denn Jupp Heynckes zu diesem Sieg? Nach diesem Sieg gebe ich meiner Mannschaft frei bis morgen früh um 8, ja. Der Gegner war stärker, nein, wir waren klar stärker. Wir waren klar stärker, auf jeden Fall, das muss man wirklich ganz ehrlich so zugeben, wir waren die klar bessere Mannschaft. Steve Price in der Hälfte des Tages beim HSV. Der spielt sogar Stamm jetzt da, sehr gut. Hat bei uns einen Vertrag bis 2015. Wenn der zurückkommt, dann werden wir den Vertrag mit ihm verlängern und der kann zum nächsten Stamminverteidiger werden bei uns, ganz klar. Bei uns Julian Draxler in der 11. des Tages. Auf der linken Außenbahn, wo er momentan jetzt wieder zu Hause ist. Teamleistung, ja gut, da gibt es noch nicht viel. Die war auch, was denn, die war doch eigentlich gar nicht so schlecht heute. Ich weiß nicht, warum die so schlecht benotet wurden alle. Lewandowski führt die Torschussliste an, okay. So, dann geht's also gleich gegen Borussia Dortmund zu Hause. Und das Vertrauen, es sinkt wieder. Eieiei, aber ganz dicke. Meine Güte, was soll das denn, bitteschön? Was bitte soll das denn? Wir haben gegen Bayern verloren, hallo? August 10, erstes Ligator, da können wir gleich mal was sagen zu, natürlich. Spielergespräche, sagen wir ihn gleich. Na gut, gut trainiert, können wir ihn sagen. Freut er sich sicherlich auch drüber. Busse spendiert, okay, reicht noch eine Verfahrensstufe. Mannschaft der Woche, Draxler haben wir gesehen. Scouting abgeschlossen bei Chelsea und Bayern. Und was wir auf jeden Fall jetzt mal machen werden. Mit Julian Draxler mal verlängern, ne? Also das ist ja wohl... Möchte Optionsverlängerung mein Jahr, von mir aus gerne. So, bis 2019 hat er, glaube ich, in dem Wirklichkeit bis 2018 sogar verlängert. So, dann geben wir ein Gehalt von ja, 2,5 Millionen oder 2,6 Millionen können wir auch nehmen. Er will eine Option haben, von mir aus kann er die gerne haben. So, dann nehmen wir 100%. Wo wir ja nicht absteigen werden, ist klar. Ansonsten, ja, du hast Stammplatzgarantie, ne, das nun nicht. Du wirst in der Regel spielen, ganz klar. Aber Zukunft des Spielers... Ne, Kapitän nicht. Eieie, yeah, da will er ganz schön ein fettes Gehalt haben, wa? Ja, doch, du bist eigentlich Stammspieler. So. 2,7 Millionen Euro. Und dann unterbreiten wir ihm das Angebot. Draxler soll verlängern. So, mit wem können wir denn noch verlängern? Das ist ja die große Frage. Gucken wir mal in die Verträge fix mal rein. Das nutzen wir dann mal. Büttner ist klar. Mit denen werden wir, glaube ich, auch die nächste. Bei denen werden wir auch, glaube ich, die nächste die Kaufoption ziehen. Jermaine Jones läuft der Vertrag dieses Jahr aus. Und Bastos haben wir noch Optionen. Und wir haben Wolfswinkel. Ja gut, da müssen wir sehen, ob wir die Optionen ziehen. Das ist, glaube ich, nicht wirklich noch nicht abzusehen, dass wir die ziehen werden. Vor allem 9,5 Millionen sind ganz schön eine Menge Geld. Bastos ist halt verletzt. So, ansonsten, ja, die 11 gegen Dortmund. Die wird wahrscheinlich genauso sein wie gegen die Bayern. Denn die haben mir richtig gut gefallen, da muss man ja sagen, ne? Die haben ordentlich gespielt, auch ein Garex, der sauber hier mit nach vorne gearbeitet hat. Also da gibt es eigentlich keinen Grund, was zu verändern. Und daher können wir jetzt ja mit aller Vorfreude in das Spiel gegen Dortmund gehen. Das wird ja echt wieder ein Hammer-Ding hier. Vertrag von Draxler soll verlängert werden, natürlich. Mal gucken, ob Vollzug gemeldet wird. Also, Derby gegen Borussia Dortmund, das ist natürlich wieder ein Erlebnis, ganz klar. Da, der Pott steht unter Strom, Schalke gegen Dortmund, das Revier-Derby bereits am 4. Spieltag in dieser neuen Saison, 13-14. Wir werden, wie gesagt, mit der gleichen Startelf antreten. Bastos noch verletzt, wird auch das Derby also... ausfallen lassen müssen.
Und da haben wir es. Ganz fix ging das hier. Draxler unterschreibt einen neuen Vertrag um 3 Jahre. Bis 2019 hat er verlängert. Natürlich zu deutlich besseren Konditionen, ganz klar. Aber trotzdem, da haben wir ein Juwel an uns langfristig gebunden. Aber haben wir, glaube ich, eine Ausstiegsklausel nicht gegeben, ne? Braucht er ja auch nicht. Freigabe bei Abstieg, ja. Gehaltskürzung. Torprämie, Meisterprämie. Die hat er drin, aber er hat keine Ausstiegsklausel. Und daher müssen, wer uns schon haben will, der muss schon mindestens 30 oder so, 30 Millionen oder so bieten. Da können wir die Ablöse von euch auch gerne einstellen. Einstellen, hier Ablöseforderung. Liegt bei 40 Millionen, also da. Und mindestens 30 soll man schon bieten. Also ganz klar, den wollen wir nicht verkaufen. Vom Verkauf her können wir ihn nicht, von daher ist es auch so ganz in Ordnung. So, Borussia Dortmund, wie gesagt, gleiche Startformation. Wir gucken uns das nochmal an hier mit den wie heißt das? Elfmeterschützen. Ja, Huntelaar, ganz klar. Freistoß aufs Tor. So. Haben wir Fafan, Bastos, Podolski. Huntelaar ist tatsächlich da der. Ja, von links. Ja, okay, nach das Podolski. Da ist er denn der Ansprechpartner für. Freistoß mit Chance. Rechts Bastos. Ja, eigentlich Podolski. Sonst der Vertreter da. Auch einen Linkfuß hat, deswegen. Von rechts. Ist auch noch Podolski vor Huntelaar, ganz klar. So, ansonsten die Ecken. Die sind so geregelt, ganz genau. Alles klar, dann ist da alles eingestellt. Wir sehen uns in der nächsten Folge zum Revierderby gegen Borussia Dortmund. Haut rein, Leute. Ciao, ciao.